So, lieber Vrex, wo bist du denn gleich? Ich mache mir Sorgen wegen Rex. Können wir ihm noch vertrauen? Die anstehende Schlacht jagt mir Angst ein. Ich weiß aber auch, dass Saren aufgehalten werden muss. Nein, wir sollten mit Saren auf jeden Fall eine großartige Freundschaft gründen. Seien Sie gegrüßt, Mensch. Ich bin Commander Rentola. Ich kann Sie mit Vorräten für die anstehende Mission ausstatten. Für alles andere sollten Sie mit Captain Kerahi sprechen. Lassen Sie mal sehen, was Sie haben. Aber freuen Sie sich nicht zu früh. Freuen Sie sich nicht zu früh. Ich habe nur Schrott. Oh, Dankeschön. Rex' Verhalten gefällt mir nicht. Er ist bis zum Äußersten gereizt. Ah, da kommen. Ich dachte, es donnert. Dabei schießt er einfach nur ins Wasser. Wir sollten lieber Erfolg haben, Mensch. Wir spüren noch immer den Preis der kroganischen Rebellion. Ich mache mir Sorgen, dass Rex' Loyalität ihnen gegenüber bröckeln könnte. Das ist nicht richtig, Shepard. Wenn es ein Heilmittel für den Genophage gibt, dürfen wir es nicht zerstören. Ich verstehe, dass Sie wütend sind. Aber wir beide wissen doch auch, dass Saren hier der Böse ist. Er ist derjenige, auf den Sie sauer sein sollten. Wirklich? Saren hat ein Heilmittel für mein Volk gefunden und Sie wollen es zerstören. Helfen Sie mir, Shepard. Die Grenzen zwischen Freund und Feind verschwimmen gerade ein wenig. Das ist kein Heilmittel. Es ist eine Waffe. Und wenn man Saren erlaubt, sie zu nutzen, werden sie nicht mehr da sein, Nutzen daraus zu ziehen. Niemand von uns wird das. Dieses Risiko sollten wir alle bereitwillig eingehen. Wir reden hier über das Schicksal meines gesamten Volkes. Ich war ihnen gegenüber immer loyal. Himmel, sie haben mehr für mich getan als meine gesamte Familie. Aber wenn ich ihnen auch weiterhin folgen soll, muss ich wissen, ob ich das aus den richtigen Gründen tue. Rex, diese Kroganer sind nicht ihr Volk. Es sind Sarens Sklaven. Marionetten. Ist es das, was sie sich für sie wünschen? Nein. Wir waren einst Marionetten des Rats. Und zum Dank dafür, dass wir die Rachni auslöschten, haben sie uns alle kastriert. Ich bezweifle, dass Saren so großzügig sein wird. Okay, Shepard. Sie haben sich klar ausgedrückt. Mir gefällt das zwar nicht, aber ich vertraue Ihnen weit genug, um Ihnen zu folgen. Nur noch eine Sache. Wenn wir Saren finden, gehört sein Kopf mir. Danke, dass Sie mit dem Kroganer gesprochen haben. Der Sturm auf Sarens Basis wird auch so schon schwierig genug. Das heißt dann wohl, dass Sie einen Plan haben. Sowas in der Art. Wir können aus dem Antrieb unseres Schiffes eine 20-Kilotonnen-Bombe bauen. Primitiv, aber effizient. Nette Idee. Wenn man das Bömmchen aus dem Orbit abwirft, kann Saren sich von seinem turianischen Arsch verabschieden. Leider ist die Anlage zu gut geschützt dafür. Wir müssen die Bombe an einer zielsicheren Stelle deponieren. Wo muss die Bombe hin? Und wie kommen wir dorthin? Die Bombe muss zur anderen Seite der Einrichtung gebracht werden. Ihr Schiff kann sie absetzen, aber zuerst müssen wir in die Basis eindringen und dort die Flugabwehrgeschütze und Bodeneinheiten ausschalten. Sollen wir zu Fuß da rein? Wir haben nicht genug Männer. Gut. Ich bevorzuge sowieso den direkten Kampf. So einfach wird es nicht werden. Wir haben nicht genug Leute, um sie direkt anzugreifen. Ich werde meine Männer in drei Teams aufteilen und von vorn angreifen. Während wir sie ablenken, können sie sich dann mit ihrem Shadow-Team hinten reinschleichen. Ich hoffe nur, dass sie lange genug überleben, um nützlich zu sein. Wir sind zäher, als wir aussehen, Commander. Aber es stimmt. Ich rechne nicht damit, dass viele von uns das überleben werden. Und gerade das macht das, worum ich sie bitten möchte, nur noch schwieriger. Einer ihrer Männer muss mich begleiten. So können wir die Teams besser koordinieren.
Wir werden jemanden brauchen, der sich mit den Kommunikationsprotokollen der Allianz auskennt. Ich melde mich freiwillig, Commander. Nicht so schnell, Lieutenant. Commander Shepard wird Sie brauchen, um den Nuklearsprengkopf scharf zu schalten. Ich gehe mit den Salarianern. Mit allem nötigen Respekt, Gunnery Chief. Aber es ist nicht an uns, das zu entscheiden. Woran liegt es, dass jedes Mal, wenn jemand mit allem nötigen Respekt sagt, in Wahrheit leck mich am Arsch meint? Das ist immer noch meine Entscheidung, nicht Ihre. Beide wären geeignet, Commander. Beide scheinen bereit zu sein, wenn nötig, ihr Leben zu opfern, obwohl ich hoffe und davon ausgehe, dass das nicht nötig sein wird. Nehmen Sie Kaden mit. Alenko, Sie begleiten den mag ich eh nicht. Ich will keine Klagen hören, verstanden? Zu Befehl, Commander. Ich werde veranlassen, dass die Bombe an Bord der Normandy gebracht wird und Ihre Crew mit der Detonationssequenz vertraut machen. Haben Sie noch Fragen, bevor wir gehen, Commander? Gut, dann los. Ausgezeichnet. Dann entschuldigen Sie mich bitte, ich muss meine Leute vorbereiten. So soll's sein. Machen Sie keine Dummheiten, wenn ich weg bin, Ash. Das gilt auch für Sie, Commander. Wir werden es schon schaffen, LT. Ja, ich... Viel Glück. Wollten Sie was sagen, Kaidan? Es fühlt sich nur so komisch an, die Befehle von jemand anders zu befolgen. Ich hatte mich an Sie gewöhnt. An Sie alle. Machen Sie sich nicht so viele Sorgen. Keine Sorge. Wir sehen uns auf der anderen Seite wieder. Ich weiß, ich wollte nur sagen, dass es mir eine Ehre war, mit Ihnen zu dienen, Commander. Was auch passiert, hört nicht auf zu schießen. Wir gehen da rein, machen Sie fertig und werden am Ende die Einzigen sein, die an der anderen Seite wieder rauskommen. Darauf können Sie wetten, Commander. Es sind alle tot. Es sind alle tot, ihr könnt auch... Sie alle kennen die Mission und wissen, was auf dem Spiel steht. Mittlerweile würde ich jedem von Ihnen mein Leben anvertrauen. Aber ich habe auch gerüchteweise von Unzufriedenheit gehört. Ich teile Ihre Besorgnis. Wir wurden für die Spionage ausgebildet. Würde die Angelegenheit nicht unter Verschluss stehen, wären wir sogar Helden. Ruhm und Ehre im Kampf werden uns nicht vergönnt sein. Denken Sie an unsere Helden. Den Leisetreter, der eine ganze Nation mit einem einzigen Schuss gerettet hat. Oder den Allwachsamen, der ganze Armeen mit geheimen Fakten ins Unglück gestürzt hat. Diese Legenden können uns hier zwar keinen Trost spenden, aber sie sind mit uns auch nicht vergleichbar. Vor dem Netzwerk gab es die Flotte. Vor der Diplomatie waren sie Soldaten. Unser Einfluss hat die Rachni gestoppt, aber davor waren wir es, die Stellung hielten. Unser Einfluss hat die Kroganer gestoppt, aber davor waren wir es, die Stellung hielten. Unser Einfluss wird Saren stoppen. In der heutigen Schlacht werden wir die Stellung halten. Viel Glück, Commander. Ich hoffe, wir werden uns wiedersehen. Komcheck, können Sie mich hören, Commander? Klar und deutlich. Gut, wir beginnen unsere Offensive. Wir versuchen es bis zu den Flakgeschützen zu schaffen, aber möglicherweise müssen Sie den Rest erledigen. Und Commander, wenn Sie eine Möglichkeit sehen, deren Verteidigung zu umgehen, wären wir für jede Hilfe dankbar. Sehr gerne. Wir knallen einfach alle ab. Shadow ist am Boden. Wiederhole, Shadow ist am Boden. Lieutenant Alenko mit dem Igor-Team, Manowai, Jaito-Team, los. Wird Zeit, auf uns aufmerksam zu machen. Ihr habt ja echt lange durchgehalten, wenn ihr jetzt schon am Boden liegt. Ich muss mal kurz gucken.
Ja, schön, dass ihr ihn festgesetzt habt. Schilde sind unten. Das Manowai-Team steht unter Beschuss. Wir können die G-Türme nicht erreichen. Sie sind außer Reichweite. Gate-Kombination gestört. So, jetzt war vorhin das Thema noch wegen dem Abtrünnig. Bei Abtrünnig bin ich übrigens schon auf dem Maximum. Also nicht auf dem Maximum letztendlich insgesamt, aber schon so weit abtrünnig, dass ich halt das Maximum bei Einschüchtern habe. Deshalb, theoretisch brauche ich keine Abtrünnigkeitspunkte mehr. Bei nur so paar. Irgendwas stört Ihre Zielanvisierung. Wir haben einen Treffer. Lieutenant Alenko, helfen Sie Manowai. Denn das geht. Jedpunkt gefunden. Jaito, achten Sie auf Funkstationen. Alenko, können Sie was sehen? Man muss aber sagen, Saren hat Geschmack mit seiner Basis. Also besser wäre, wenn Saren im Vulkan leben würde. Oh, ein Kroganer. Der erste. Hau ab, Kroganer-Marionette. Noch irgendwas zu zerstören, ging es nur um die Satellitenverbindung. Ja, bei Evil Genius 2 Saren als Superbösewicht. Flugzeug unterwegs zum Zielgebiet, zwecks Aufladung. Verschanzen, bevor sie zurückkommen.
stirb, dein Kopf ist so groß. Ich hab gerade hinterm Wasserfall ist ein Geheimnis. Lass dich nicht dran halten, ey. Hinter jedem Wasserfall gehört ein Geheimnis. Faule Entwickler. Nee, ich will nicht zur Forschungseinrichtung, ich will erstmal zur Tankeinrichtung. Damit man den ganzen Kleinkram mitmacht. Schalten wir ihn aus, bevor er umkehrt und den anderen Teams Probleme machen kann. Geldflieger vernichtet. Bedrohung aus der Luft hat sich noch nicht materialisiert. Vielleicht bekommen wir Hilfe von Shadow. Ihr macht das toll, Team. Ihr seid so nützlich. Shadow muss nah dran sein. Stellung halten, Leute! Stellung halten! Wir haben Zugang zur Basissicherheit. Sollten den Alarm von hier aus ausschalten können. Vielleicht könnten wir sogar Alarm an der entlegenen Seite der Basis auslösen. So könnten wir uns die Wachen vom Hals schaffen. Allerdings könnte das dann auch zu viel werden für die salarianischen Teams. Deaktivieren Sie einfach den Alarm. Wir kümmern uns um die Wachen drinnen. Weil ich halt auch ein geiler Typ bin.
Boah, hört auf, mich zu schlagen. Salarianer? Der Captain sagte, er hätte ein paar Männer verloren. Sie waren indoktriniert. Was ist hier los? Ja, was wird los sein? Saren hat einfach ein paar Leute für seine Sache gewonnen. Durch sein wundervolles Gehirnmanipulationsschiff. Gehirnwäscheschiff. Asari Intel Report. Ich habe das How to Date Asari runtergeladen. Hallo? Ist da jemand? Ja, wir sind da, aber ich glaube, ich komme zu euch gerade nicht runter. Sie müssen am Boden gewinnen, Lieutenant. Wir wollen nicht, dass sie sich verbarrikadieren. Locken Sie sie da raus. Sie sind kein Geet und sie tragen auch keinen Laborkittel. Dann bin ich wohl froh, Sie zu sehen. Lieutenant Gunther Imnes vom 3. Infiltrationsregiment, während der Aufklärung gefangen genommen. Ich vermute, die Flotte wurde herbeordert, um die Basis zu zerstören. Jeder hier ist indoktriniert. Vielleicht arbeiten Sie ja auch für Saren. Mein gesamtes Team wurde verändert, aber mich ließ man wie eine Laborratte allein. Ich verfüge noch über meine Sinne, obwohl ich fast wünschte, es wäre nicht so. Ich musste mit ansehen, wie gute Leute in hirnlose Hülsen verwandelt wurden. Es war nichts mehr von ihnen übrig. Andere starben während der Experimente. Und ich beneide sie darum. Wissen Sie etwas über die Experimente, die hier durchgeführt wurden? Sie studierten die Indoktrination. Symptome, Fortschritte. Saren benutzte sie zur Manipulation seiner Leute. Aber ich glaube nicht, dass er sie gänzlich verstanden hat. Viel mehr weiß ich auch nicht. Ich habe nur gesehen, was sie bei den anderen angerichtet haben. Machten leere Hülsen aus ihnen. Ich will so nicht enden. Lassen Sie mich bitte raus! Ich öffne Ihnen die Zelle, aber danach sind Sie auf sich allein gestellt. Sehen Sie nicht zurück. Vielleicht können Sie der Detonation entkommen, hm? Eine bessere Chance als die, die ich hatte, bevor Sie auftauchten. Danke, Mensch. Und viel Glück. Sie werden es brauchen. Sie sehen gefügig aus. Ihr Verstand existiert nicht mehr. Warum hat Saren das getan? Es gibt keinen Grund. Der Tod ist immer noch besser, als so zu leben. Es ist alles, was wir für Sie tun können. Ja. Juhu! Oh, Performance tot. Weil ich zu böse war. Speichern und Laden wird dir hoffentlich helfen. Keine FPS für böse Leute. Oh mein Gott, es bleibt so. Ach, da müssen wir das Spiel einmal neu starten. Ach, das will ich aber nicht. Jetzt wird die Engine abtrünnig.
Dieser Ort ist abscheulich. Sarens Forschungen müssen zerstört werden. Ich habe genau die vier falschen Salarianer getötet anscheinend. Na, wahrscheinlich ein Fehler mit den Leichen, die auf dem Boden liegen. Das könnte wirklich sein. Jetzt wird wieder schon ein bisschen besser. Was wollen Sie? Ich habe Ihnen alles gesagt. Wer sind Sie? Allianz, nicht wahr? Ich wusste, jemand würde kommen. Es hat versucht, mich zu brechen, aber ohne Erfolg. Ich habe es ausgesperrt. Beruhigen Sie sich. Ich muss wissen, woher Sie kamen. Private Manus Sabot. Vom 3. Infiltrationsregiment STG, Sir. Wurde vor 6 Tagen während der Aufklärung geschnappt. Sehr gern, Sir. Diese Bastarde fragen nie irgendwas. Immer zu flüstern und schubsen und schneiden sie. Ich hätte alles gesagt, nur um rauszukommen und Rache nehmen zu können. Ist doch wohl nicht zu viel verlangt, oder? Rache? Können Sie mir helfen, oder muss ich Sie hier raustragen? Ich werde Ihnen jeden Schritt des Weges Rückendeckung geben. Ich will einfach nur hier raus und weg von diesem unaufhörlichen Flüstern. Es ist jetzt schon seit Tagen zu hören. Hier stimmt was nicht, Shepard. Er gehört nicht zu unserer Mission. Nein. Nein, ich muss hier raus. Dieser Raum ist zu eng und hört nicht auf zu reden. Ich will wirklich unbedingt hier raus, um einiges zu erledigen. Ich muss hier raus. Lassen Sie mich raus. Ich kann das Risiko nicht eingehen. Kann das Risiko nicht eingehen? Auf keinen Fall. Ich muss tun, was sie sagt. Ich muss. Lassen Sie mich raus. Lassen Sie mich raus. Lassen Sie mich... Passt schon. Ich glaube, der war schon ein bisschen durch. Aber jetzt haben wir das FPS-Problem nicht mehr. Das Geile ist ja, ich laufe jetzt hier rein, damit die Norman, die irgendwo mitten in der Anlage, dann die Bombe hinlegt. Verdammt. Mein Fehler. Jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen. Weil ich durch den Fahrstuhl, glaube ich, war ich durch den Fahrstuhl gegangen? Ne, den Fahrstuhl hätte ich, glaube ich, nehmen müssen. Jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen, weil ich durch die Zellen... beziehungsweise durch den Zellenkomplex gelaufen bin.
Die Begründung dafür, das nicht vom Orbit aus zu vernichten, beziehungsweise sie wegzusprengen, ist, die Basis ist so gut gesichert. Was auch immer das zu bedeuten hat. Sie schmeißen wahrscheinlich einen Salarianer gegen die Bombe. Du rennst da rein um die Luftabwehr. Ach, willkommen im Spezialbereich. Jetzt muss ich mal eben das so machen. Da hat was mit dem Raum zu tun. Da liegen auch gar keine Leichen oder sonst irgendwas. Das ist einfach ein ganz schlimmer FPS-Drop auf Basis, dass ich diese Sequenz gemacht habe. Hier müssen wir lang. Und hoffen wir mal, dass wir unten im Labor nicht mit 2 FPS spielen müssen. Das ist schlecht. Was ist hier los? Wo sind die Waren? Wo ist Zare? Zurück. Diese Arbeit ist wichtig. Das ist die glorreiche Rettung meiner Spezies. Sie werden nicht die Arbeit vernichten, die wir hier begonnen haben. Ihr macht das schon. Also tut mir leid, ich kann jetzt gerade nichts dran ändern. Müssen wir jetzt eben kurz durch. Der letzte salarianische Doktor. Der deckt Koreaner. Mein Gott. Ihr wisst, was ich meine. Kogana. Piep, 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 piep. Schlag ihn zu Tode. Der letzte Koreaner. Ah, ihr wisst genau, was ich meine. Gute Nacht, Lego. Mina. Aber ich hoffe nur, ich bin gleich weit genug weg von den Leichen, wenn es wieder richtig zum Kämpfen geht. Runter jetzt! Na komm. Nicht schießen! Ich will einfach nur hier raus, bevor es zu spät ist! Lassen Sie mal hören. Wer sind Sie und was wollen Sie? Rana Thanoptis, Neurospezialistin. Aber dieser Job ist es nicht wert, dass man für ihn stirbt. Oder Schlimmeres. Glauben Sie, die Indoktrination beschränkt sich nur auf Gefangene? Früher oder später wird Saren auch versuchen, mein Hirn zu zerschneiden. Ich dachte, das wäre eine Brutstätte. Nicht diese Ebene. Wir studierten den Effekt der Sovereign auf organische Gehirne. Jedenfalls hatte ich das gedacht. Saren hielt das alles so gut, es ging vor uns geheim. Sie haben ihm geholfen und wussten nicht mal warum? Ich hatte keine große Wahl. Diese Position ist ein wenig fester, als ich erwartet hatte. Aber ich kann Ihnen helfen. Dieser Lift hinter mir führt zu Sarens Privatlabor. Ich kann Sie reinbringen. Sehen Sie? Voller Zugang. Sämtliche Privatdateien von Saren. Sind wir jetzt quitt? Kann ich gehen? Was haben Sie hier studiert? Dieses Schiff, die Sovereign, es sendet eine Art Signal aus. Nicht nachweisbar, aber vorhanden. Ich habe die Wirkungen gesehen. Saren benutzt sie, um seine Anhänger zu beeinflussen, zu kontrollieren. Man nennt das Indoktrination.
Dem Signal direkt ausgesetzt zu sein, bewirkt, dass man sich in einen hirnlosen Sklaven verwandelt, wie die salarianischen Testsubjekte. Aber es gibt auch Kollateralschäden. Was meinen Sie mit Kollateralschaden? Das Signal der Sovereign ist zu stark. Wenn man zu viel Zeit in seiner Nähe verbringt, beginnt man es zu spüren. Wie ein Kitzeln am Hinterkopf. Wie ein Flüstern, das man nicht richtig hört. Man wird zu Sachen gezwungen, weiß aber nicht warum. Man gehorcht einfach. Schließlich hört man auf, selbstständig zu denken. Das passiert jedem in dieser Einrichtung. Mein erstes Testsubjekt war der Mann, dessen Ersatz ich war. Jetzt will ich einfach nur hier weg, bevor mir das Gleiche passiert. Warum erforscht Saren das alles? Ist nicht er derjenige, der hier die Fäden zieht? Das Signal kommt von dem Schiff. Es sorgt dafür, dass wir Saren gehorchen. Aber ich glaube nicht, dass er es kontrolliert. Wahrlich nicht. Ich glaube, er hat Angst, dass es auch ihn befallen könnte. Indoktrination läuft subtil ab. Wenn die Auswirkungen erkennbar sind, ist es meistens schon zu spät. Erzählen Sie mir mehr über dieses Signal. Signal ist vielleicht nicht das richtige Wort. Das Schiff strahlt eine Art Energiefeld aus, das die Gedankenmuster verändert. Nach einer gewissen Zeit, Tage, vielleicht auch Wochen, schwächt es auch den Willen. Man ist einfacher zu kontrollieren und zu manipulieren. Es ist jedoch ein degenerativer Zustand. Es gibt ein Gleichgewicht zwischen Kontrolle und Nutzen. Je weniger Freiheiten ein Subjekt hat, desto weniger fähig wird es auch. Sie haben brutale Experimente an hilflosen Testpersonen durchgeführt. Sie haben Saren geholfen. Ich werde sie nicht leben lassen. Ich habe nur getan, was man mir gesagt hat. Ich hatte keine andere Wahl. Tut mir leid. Zu spät. Das hilft ihren Opfern auch nicht mehr. Nein! Nein! Bam, bam. Wäre sie Homer Simpson, hätte ich sie nicht erschossen. Auf der Insel von Scorpio. Commander, sehen Sie doch. Noch ein Sender. Wie der auf Eden Prime. Und Commander, was haben Sie gesehen? Nix. Ich habe das Gefühl, als ob bald was Schlimmes passieren wird. Sie sind's nicht, Saren. Was ist das? So eine Art VE-Schnittstelle? Rudimentäre Kreaturen aus Fleisch und Blut. Sie stimulieren meinen Verstand, wie sie im Dunkeln stochern. Unfähig sind zu verstehen. Ich bezweifle, dass es eine VI ist. Es gibt eine Existenzdimension, die so weit von ihrer eigenen entfernt ist, dass sie sich nicht vorstellen können. Ich bin jenseits ihrer Vorstellungskraft. Ich bin Sovereign. Sovereign ist nicht nur ein Reaper-Schiff, das Saren gefunden hat. Es ist ein Reaper. Reaper. Eine Bezeichnung, die die Proteaner erfanden, um der Zerstörung einen Namen zu geben. Aber
Letztendlich ist es irrelevant, wie sie uns nennen. Wir sind einfach. Die Proteaner verschwanden vor über 50.000 Jahren. Sie können nicht dabei gewesen sein. Das ist unmöglich. Organisches Leben ist nichts weiter als eine genetische Mutation. Ein Unfall. Ihr Leben wird in Jahren und Dekaden gemessen. Sie verwelken und sterben. Wir sind ewig. Die Spitze der Evolution und Existenz. Verglichen mit uns sind sie nichts. Ihre Ausrottung ist unausweichlich. Wir sind das Ende von allem. Ganz egal, wie Ihr Plan aussehen mag, er wird scheitern. Dafür werde ich sorgen. Zuversicht geboren aus Unwissenheit. Der Zyklus kann nicht durchbrochen werden. Zyklus? Was für ein Zyklus? Das Muster hat sich bereits öfter wiederholt, als Sie es begreifen können. Organische Zivilisationen erheben sich, entwickeln sich, schreiten voran. Und am Gipfel ihres Ruhms werden sie ausgelöscht. Die Proteaner waren nicht die Ersten. Sie waren es nicht, die die Zitadelle schufen. Sie waren es nicht, die die Massenportale schmiedeten. Sie fanden sie einfach. Die Hinterlassenschaft meiner Art. Warum sollten sie die Massenportale bauen, nur um sie von jemand anderes finden zu lassen? Ihre Zivilisation basiert auf der Technik der Massenportale. Unserer Technik. Indem sie sie nutzen, entwickelt sich ihre Gesellschaft auf dem Weg, den wir für sie vorgesehen haben. Wir zwingen dem Chaos der organischen Evolution eine Ordnung auf. Sie existieren, weil wir es ihnen erlauben. Und sie werden enden, weil wir es fordern. Sie ernten uns ab. Sie lassen uns so weit entwickeln, wie sie es wollen, und dann löschen sie uns aus. Was wollen sie von uns? Sklaven? Rohstoffe? Meine Art übersteigt ihren Verstand. Jeder Einzelne ist eine Nation. Unabhängig. Bar jeder Schwächen. Sie können nicht mal die Art unserer Existenz verstehen. Und woher kommen sie? Wer hat sie erbaut? Wir haben keinen Anfang. Wir haben kein Ende. Wir sind unendlich. In Millionen von Jahren, wenn ihre Zivilisation längst erloschen und vergessen ist, werden wir noch bestehen. Wo sind die restlichen Reaper? Sind sie der Letzte ihrer Art? Wir sind Legion. Die Zeit unserer Rückkehr ist gekommen. Unsere Anzahl wird den Himmel jeder ihrer Welten verdunkeln. Sie können ihrem Untergang nicht entkommen. Sie sind nicht mal lebendig. Nicht wirklich. Sie sind nur eine Maschine und Maschinen können zerstört werden. Ihre Worte sind so leer wie ihre Zukunft. Ich bin die Vorhut ihrer Zerstörung. Dieser Austausch ist jetzt beendet. Commander, wir bekommen Ärger.